Moin Moin Leute, willkommen zurück bei World of Tanks mit dem Hörnchen und ja, ich habe gerade massives Pech gehabt. Ich wollte eigentlich Geld grinden, sagen wir es einfach mal so, Typ 59, allen drum und dran. Und ja, Typ 59 wurde direkt gewone-shottet von einem T34, glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Wer zerstört durch Lecherbeste? Wer ist das denn, Alter? Ja, er hier. 4113 Schaden hat der Typ gemacht. Der hat mich komplett gewone-shottet. Also musst ihr euch vorstellen: Stein? Kein Stein. Er hat hier reingeschossen. Die Kugel ist wahrscheinlich da ausgetreten und hat mein Munitionslager gewone-shottet. Und das war's. Keine Ahnung, wie und warum, weil da rein. Keine Ahnung, Munitionslager irgendwo hier. Ne? Also irgendwo hier in der Mitte. Im unteren Bereich, ja, aber nicht hier. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich immer, weiß ich nicht. Ja, wie ihr seht, ich bin low on gold. Das hat aber auch einen Vorteil, denn ich habe den IS-3. Der war ja recht teuer. ja, und jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen Geld erfarmen und ja, werde wohl ein bisschen Low-Level spielen müssen, nämlich den KV-1S. Schon lange nicht mehr gespielt und jetzt habe ich nur ein Problem. Mein Repair-Kit ist hier noch drin. Nerv. Das ISX-Game wird wohl noch ein paar Minuten dauern. Naja, dann versuchen wir es ohne. Ich möchte jetzt hier nicht Ewigkeiten rumwarten. Ach, okay, vergessen wir das. Ha, 97 Erfahrung. Awesome. Ja, genau so eine epische Scheiße. Give him. Ja, genau. Alter, ich bin mit 97 Erfahrung nicht letzter. Ach du Scheiße. Ja, da hat sich das gesamte Team mit rumbekleckert, würde ich sagen. T71 auf Platz 1. Okay. Alles klar. Ja, killed wurde ich eigentlich hauptsächlich von ihm, weil er mir dauerhaft in die Seite geschossen hat. Massiv eigentlich von ihm. Also, was heißt eigentlich? Hä? Mal 81 Schaden nur? Kam mir mehr vor. Ja, von ihm und ja, sonst keine Ahnung. Ne, Tiger 2 hat mich dann zerstört. So, das da würde ich ganz gerne einmal ausbauen. Einmal einbauen. Danke. KV-1S. Biatch. Auf Kloster, ja, okay. Ja, ich würde eigentlich mal ganz gerne die neue Map spielen. Ach Gott, was für ein Matchmaking ist das denn heute? Ich habe eben gerade. Das Typ-Game, da waren insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 T34 drin. Ne? Also nicht alle in einem Team, sondern halt, ne, schön gut aufgeteilt. Aber. Warum, was willst du gegen 4 T34 im Gegner-Team machen? Was willst du hier gegen zwei Jagdpanther, ne, zwei Atzes und ja, eine Su-122? Naja, die scheiß drauf, aber. Was ist das hier für Scheiß rum? Matchmaking verarscht mich mal wieder. Na egal. Das heißt, ich werde definitiv nicht hinten hinfahren. Ich werde auch nicht in den Schlauch fahren. Ich werde links fahren. Auf geht's. Naja, ich bin Tier 6. Muss eigentlich hoffen, dass ich da irgendwie schnell genug durchkomme. Oder aber. Ich mach's mal anders. Ich schau mal hier hoch. Ich bin schon nie hochgefahren, by the way. Wow, ich bin KV-1S wirklich lange nicht mehr gefahren. Gerade komplett vergessen, wie schnell das Biest eigentlich ist. So, stehe ich hier und singe. Da kommen sie von nah und fern. Aha. So, kennt ihr die Werbung noch? Ich hoffe. Die war gut.
Oh shit. Alter, steht doch nicht alle da so. Jo. Der hat keinen schönen Tag gehabt. Ich dachte eben gerade noch, ich schieße dem T29 voll in die Front. Voll ins Laufrad. Ah! Natürlich nicht. Ah, sorry, 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 sorry. Wir haben sie übel erwischt. Schöne Nicopola, Nicopola, wie auch immer, die beschissenen Kommandoturm da. Kommandoturm, Kommandoturm. Komm schon, so, komm schon, reiß es raus. Autsch. Autsch, Autsch, Atze, das war böse. Was, Gorobashi? Die Atze ist um, alles klar. Ich sollte auf diesen beschissenen Dings warten, auf diesen beschissenen Kreis. Boah, T29! Er ist erledigt, suchen wir uns ein neues Ziel. So. Leck mich. Naja, Wolverine oben, alles klar. So, AC. Oh, fuck. Eigentlich back to base, ne? Also müssen wir dem M7 da helfen. Nein! Bringt eh nicht, wenn mehr als drei Leute irgendwie cappen. Deshalb fahre ich jetzt einfach mal Gas-Gas-mäßig einmal komplett zurück. Guck, ob ich da noch. Naja, okay. Bei dem Tempo, wie wir jetzt gerade cappen, gewinnen wir das Ding, bevor ich da ankomme.
Ja, alles klar, wir gewinnen das. Huch. Wir gewinnen das Ding, bevor die da ankommen. Nav, nav. Okay. Ah, schade. Jo, gutes Match. Sehr gutes Match. Am Anfang ein bisschen gestolpert, aber sonst eigentlich ganz cool. Jo, 21.000. Ne, 10.000 bleiben davon übrig. 1.700 Game. Top. Perfekt. 895 HP. T29. Oh, ein bisschen mehr Schaden gemacht. Höchster Schaden. Wow, cool. 3 Kills. Sehr geile Geschichte. Schon mal gut. K9CS ist einfach ein geiler Panzer. Ja, next. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Eigentlich müsste man ein bisschen was machen, was Geld bringt. Also Typ. Typli, typli. Und dem habe ich irgendwie letzte Zeit noch Pech. Also versuchen wir mal den. Ach komm, was soll's. Wir spielen Kraft 3. Das hier rein. Das da rein. Ich habe gerade kein Geld für die anderen Zubehörsachen. Gesamte Mannschaft raus. Gesamte Mannschaft rein. Da müsst ihr eigentlich nochmal so einen Button reinbringen. Ne, so. Besatzung von dem Panzer komplett loaden. Ne, das wäre auch ziemlich geil. Ja, so, auf geht's. IS-3. Ja, IS-3, ich habe die BL-9 direkt gekauft. Wenn ich das nicht schon erzählt habe, ich weiß es gerade nicht. Oh Gott, gleich T9 Game. Und Bergpass. Weil ich keinen Bock hatte, die frei zu grinden, weil 122 mm geht gar nicht. Dafür habe ich leider noch keine Ketten. Ich glaube, das größte Funkgerät ist drin. Und ja. Ansonsten, seht ihr. 390 Schaden, 225 Durchschlagskraft. Ne? Das ist schon. Oder 22 mm. Okay. Ja, jetzt wird die richtige. Also. Wer ist das Ding? BL9. Ist ja gut, ist auch noch 122. Ich bin auch dämlich. Ich bescheuere. Steht doch da auch. Ne, steht da nicht, aber ist egal. Steht das da? Na. Ach Leute. Wo wollt ihr denn alle hin? Das sind nur da von den ganzen Neuner von dahin. Alles klar, Tiger von da lang. Tja, 20 bleibt hinten stehen. Alles klar. Ich fahr hier mit. Wie gesagt, Geschwindigkeit, ha, brauchen wir noch gar nicht drüber reden. Da ich, wie gesagt, nichts ausgebaut habe, noch Stockturm, noch allen möglichen anderen Kram, Stock. Hauptsache Kanone drauf. Funktioniert bei den Russen. Von daher sehr, sehr effektiv. T21 da hinten. Jo, 2 E75, ein IS-8 und was ist noch? Ein VK4502. Ja. Die beiden E75 sind hier bei mir. Wo die anderen sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da oben ein Tiger 2. Und auf der Brücke ist irgendwas los. Ne Lorraine. Lauf zu mir, ey. Oh, da ist die IS-8 vom Gegner. Oh, da ist die Lorraine. Und der 20 Prototyp. Wir haben sie voll erwischt. Erstmal dem Tiger 300, knapp 400 in Schaden rein, in Rumpf reingebastelt. Funktioniert.
beiden fahren da hoch, alles klar. Oh, da unten geht ja einiges. Oh, shit. Wir haben sie böse erwischt. Ach, ich dachte gerade, das wäre Lorraine. Sag, what? Das muss wehtun. Da ist Lorraine. Löwe Boom! Ja. Schieb da weg, Kollege. Kann dir da nicht großartig helfen. Aber sehr geile Aktion. Warum fährt er denn auch runter, Idiot, ey? Wie viele Kills haben? Miau, miau. Alter, Packen. Oh, Alter, er trifft natürlich. Ohne große Probleme. Jeder Schuss an dem blöden Pisse-Trinker. Alter Patton, ey, das gibt's ja gar nicht. Narrk. Natürlich habe ich jetzt nicht aufgepasst, wo er mich getroffen hat. Na, was ein Scheiß. Aber ja, wir werden dieses Spiel hoffentlich gewinnen. Wenn hat sich der Löwe mittlerweile eigentlich befreit? Ja, Idiot. Warum zur Hölle? Oh, Löwe AFK, super. Wow, Patton ist echt schon eine absolut geile Sau. Ich freue mich, wenn ich das Ding bekomme. Dazu müssten wir allerdings ein wenig mehr andere Sachen spielen und ja, wir gehen hier mal raus. Wir werden das Spiel hoffentlich gewinnen. Und ja, wir zocken jetzt eine Runde Pershing. Habe ich auch erst 29.000 von, ja, viel zu viel, 174.000. Ja. Dann gibt es auch Patton Action, also deswegen ist ja episch. So, was ich gerade noch sagen wollte, IS-3 Forschungsbaum sieht bei mir aktuell so aus. Die ist wirklich toll, ne? Ich kann den zweiten Dings einbauen. Wenn ich den schon gemacht habe, weiß ich gerade gar nicht. Nein, gar nicht, weil ich den dritten eingebaut. Lololol. Den dritten Funker hier, also den dritten Funkausrüstung. Ja, also Kanone und Funk. Die drei Sachen fehlen noch, die kommen dann, sobald ich da Lust und Zeit habe, wirklich mit dem IS-3 Gas zu geben. Ja, Sieg, würde ich mal sagen. Ne? Überlegenheitszeichen dritter Klasse. Na, für den Anfang nicht schlecht. Für einen Halbstock. 2600 Schaden, ist okay. Jo, warum auch nicht, ne? 1600 EP in dem Ding. Wunderbar, alles gut. So, next ist... Ja, next is. Eigentlich müssen wir hier ein bisschen weitermachen, ne? Jagdpanzer 4. Dann machen wir nochmal. Machen wir nochmal hier ein wenig weiter. Habe ich die eigentlich voll ausgebaut? Ja, habe ich. Cool. Jagdpanzer 4. Ins Gefecht. Ins Gefecht. Letztes Match für heute.
Und ja, heute Samstag, ihr seht heute habt ihr übrigens ein sehr geiles Event, fällt mir gerade wieder ein. Heute ist, naja, was heißt geil, aber heute ist Event Cromwell, 30% Preis gesenkt, glaube ich, und 80% mehr Einkommen. Ja, total krank. Und haufenweise andere Panzer auch noch mehr Einkommen. Und voll viele Low-Level-Panzer, also glaube ich Level 4 oder so, Tier 4, runter reduziert und ja, mehr Einkommen. Ne? Einfach mal auf die World of Tanks Webseite gucken oder aber beim Starten des World of Tanks Clients drauf achten. Ziemlich episch das Ganze. What? Den Spielmodus? Ist der neu auf dem Web? Begegnungsgefecht? Prokhorovka? Okay. Den gibt es nicht häufig. Den gibt es auch noch nicht. Den gibt es nicht oft, oder? Sehe ich zum ersten Mal. Okay. Oh ja, jetzt ist natürlich alle Fandala. Leute, Mitte und so. Ich habe mich erstmal hier irgendwo mittig positionieren. Zack. Los, Leute, deck was auf, deck was auf. Da sind alle rübergefahren. So wie es aussieht, guck mal da hinten bei D1. Wenn da keiner ist. Ja. Oh lol, KV-1S. Oh lol, natürlich alle drüben. Geile Geschichte. Lag. Voll aggro im Jagdpanzer. Oh, da drüben ist was. Hast hier 8 Match. Oh lol. Was soll das auch sonst sein? Natürlich sind hier 8 Match. Oh mein Gott. Im T6 Jagdpanzer 4. Relativ sicher. Ja, gut, war irgendwann klar, ne? Alter, ein Tier 8 Mensch, ein Tier 6 Jagdpanzer. Wie viele Tier 6 Panzer hat man denn auf der Gegenseite? Okay, zwei Jagdpanzer 4, die stehen da. Voll Akku gefahren, und ich dachte, boah, cool, neuer Matchmodus. Was heißt, neue Karte mit dem King of the Hill Modus und, Alter. Einer von. Glaube ich, 4 Tier 6 und ja, gut, alles klar. Okay, war wohl nichts. Wir gehen, wir machen noch ein Zusatzmatch. Lecco Mio, Alter. Lecco fucking Mio. Ja. Komm, ich spiele mir irgendwas anderes. Ich spiele mir irgendwas Außergewöhnliches, das ich sonst nicht so häufig spiele. Ja, das wäre als Beispiel. Ich spiele sonst eigentlich nie wirklich anders viel. Wir spielen mal den Comment, oder? Wo ich darin nicht gut bin, in dem Ding. Hier kommt Werkzeugkiste, Scherenfernrohr und ab dafür. Ich will mit dem wirklich gut spielen können, weil ich will auch mit den Caverns vernünftig fahren können, aber boah, Alter, Top Tier! Rage of Elhaluf. Okay.
Hätte eigentlich Tog spielen können, ne? Okay, alles klar. Da es Samstag ist und ja, heute ist Samstag ist Tog O'Clock. Das heißt, immer wenn ich samstags ein Video rausbringe mit World of Tanks, heißt es, ich muss Tog spielen. Ist ab sofort festgelegt. Ich bin der Einzige neben dem IS der Tier 7 hier drin, ey. Don't blame. Oh, ein Lux. Ich habe Ewigkeit nicht mehr gesehen. Oh, Lux mit der M37 zusammen, der hat die. Oh Los Mann. geht's. Ja. Ja, Comment. Wie fahre ich am besten her? Ich müsste eigentlich, naja, von hier runterfahren ist halt auch richtig scheiße eigentlich, ne? Fühle mich jetzt auch nicht komplett verhauen, ey. Alter, bleibt doch nicht alle hier stehen. Wolterwood. Wer spottet denn da bitte so? Ja, der Lux. Wo ist er? Okay, wahrscheinlich im Cap Circle. Alter, AMX 13 F3. Zwei Stück, fast top Tier. Dieses Match, ne? Ja, El Haluf. Camping forever. Alter, okay. Vor! Sehr geil, wenn mich da etwas beschießt, was ich da überhaupt gar nicht sehe. Ach, da oben ist ein Hellcat, alles klar. Bereit zu feuern. Ziel verloren. Komm ich nicht? Oh Gott. Wer hat mir gerade in den Rücken geschossen? Komm, scheiß drauf. Ah, M7, Alter, ich krieg's kotzen, ey. Die haben keine M7. Danke, M7. Ah, lololololol, massiver Epic Porn im KV. Quatsch, im Kommen. Ja. Ja, ich mag ihn. Ich will ihn mögen, aber ich kann ihn nicht mögen. Weil ich nicht mit umgehen kann. Okay, let's go, Talk O'Clock. Ach scheiße, ich muss auf die Sachen warten. Arg. Hab ich hier noch irgendwo einen Dings drinne? Sag schon, nein. Hier bestimmt, nein. Nö. Wo war denn das andere? Ach, hier. Okay. Talk, talk, talk time. Yeah, 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 yeah. Talk time. Ja. Nee, auf den brauche ich gar nicht warten, das dauert noch ein paar Jahre. Na gut, dann versuchen wir es halt so. Let's go talk! Oh Gott, yeah, Hafen. Eigentlich ganz cool. Oh mein Gott! Worst possible matchmaking for talk! Oh Mann. Kauf einen Talk, haben sie gesagt. Er wird Freude bringen, haben sie gesagt.
Du wirst ganz selten in Tier 7 Matches kommen, haben sie gesagt. Booyah, drei Tier 5 Artis. Okay, I'm just staying here and doing nothing. Oh mein Gott. Worst possible matchmaking ever. Safe to talk. Gott. Los geht's. Gesundheit. Yep. Alter, der. Was macht das hier für einen Spaß, Alter? Ganz ehrlich. Nee. Er ist sogar noch ein GAV1 mit reingerutscht. Der wird sich auch massiv freuen. Wie kommt der GAV1 hier rein? Der ist doch nicht mal im Squad mit irgendwem. Das ist der einzige Tier-5-Panzer im gesamten Match. Hä? Wie geht das? Ja, generell kann Tier 5 in Tier 7 kommen. Ja, klar. Oder? Ja, doch klar. Aber ein einziger? Matchmaking, go home, you're drunk. Oh ja, wir verlieren dieses Spiel definitiv. Ja, oh Gott, spotte mich bitte nicht. Irgendwo. Oh, dann gibt schon die ersten Powerfunde aufs Maul. Bis ich irgendwie mal da bin, ist das Spiel zu Ende. Oder ich bin tot, weil zwei Hummeln und eine Su-8 sofort auf mich einschießen. Das kann definitiv passieren, also worst possible matchup for Tok ever. Tok ist eigentlich ganz geil, also ohne Scheiß, also macht es wirklich einen Spaß, prima Panzer, aber so in diesem Matchup, vergiss es. Manchmal die Wände kaputt schießen, damit ich ihn eventuell treffe. You don't shoot talk. Ach, geht er nach links, die alte Drecksau. Scheiße. Nein. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Och, Leute. Tok Crew, Alter. Gas. Wir haben sie übel erwischt. Ey, 113 Schaden. Awesome. Was ist denn da los heute? Ich kann nicht zielen. Hoi, puh. Wirkungstreffer. Ja. Not my day. Who's the talk? Erst worst possible matchup ever und dann diese Scheiße. Ja.
Come and kill the talk. Maybe I save my day. Oh, da ist ja aber noch auf der Brücke. So, hier unten ist alles tot, ja. Alter, das kann doch nicht sein, ey. RNG, that's not World of Tanks. Das ist hier World of Tanks. Gehen die Schüsse denn heute hin, bitte? Alter! Oh mein Gottness! Ey, ich krieg's Kotzen, ey. Ganz primitives Kotzen. Ja, come at me, Bro. Come at me. So, T25-2 war doch hier auch irgendwo. T150, da ist der T25-2. Ja. Pff, lol. Ja, das ist die Hummel. Wieso kann er denn eigentlich die ganze Zeit drunter durchschießen und ich nicht, die alte Romo-Drecksau? Wir haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Volltreffer! Wir haben die Kette repariert, fall los! Oh, das war die Su-8. Hat doch lange gedauert, ey. Meine Fresse. Ach ja. Very, very bad game. Meine Fresse, ey. Warum zur Hölle treffe ich die denn auf der Brücke alle nicht? Das wäre so geil gewesen. Ach ja. Aber nur ein Fail. Aber es war auch, teilweise war, die Kugel war nicht wirklich toll. Also das Geschütz war, nee. Teilweise so scheiße heute eben gerade. Habt ihr ja selber gesehen, geht nach links, geht nach rechts, geht's hoch. Fuck off. Ja, fahr einen scheiß Cap-Circle, Mann. Cap! Ja, mach was du willst. Das gucken wir uns nur kurz zu Ende an, ich will wissen, wo die Su-8 war. Nicht, dass sie da war. Oder? Naja, wenn sie hier war, dann da ist. Oh, oh, oh. Nein, nein, dreh dich um, dreh deinen scheiß Turm um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Alles klar, we lose. Ja, das ist übrigens das Comment Game. Comment, nicht Comment. Verloren. 1400 Geld für Entschädigung gekillt vom Verbündeten. Ja, Tok, beschissenes Game. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, also spätestens, glaube ich, Sonntag, wenn wir Warzone eine Runde zocken.
ansonsten Montag zu einer weiteren Runde World of Tanks und ja, mal schauen, was sonst noch kommt. Bis dann, tschüss!